Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Masterplan der Bundesregierung und insbesondere hier die Geheimwaffe Ankerzentren werden keine wesentlichen Änderungen in der katastrophalen Asylpolitik bringen. Zunächst ist festzustellen, dass die Einrichtung von Ankerzentren in Deutschland, in der Mitte Europas und damit im Zentrum der Schengener Vertragsstaaten, der vollkommen falsche Ansatz ist. Wenn illegale Migranten bei uns ankommen, ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen. Nach unserem Grundgesetz sowie auch nach europäischem Recht war genau das nämlich ausgeschlossen. Es gibt nach der derzeitigen Rechtslage nur zwei Möglichkeiten, zumindest halbwegs legal in Deutschland einen Asylantrag zu stellen. Nämlich, wenn man per Flugzeug kommt oder aus der Nord- bzw. Ostsee aus dem Wasser steigt. Diese strengen Regeln sind keine Erfindung meiner Fraktion, sondern wurde doch von Ihnen hier genauso beschlossen. Obwohl Schengen und Dublin von Anfang an nicht funktioniert haben, wurde erst im Jahr 2015 das endgültige Scheitern dieser Regelung für jedermann offensichtlich. Das haben übrigens auch fast alle Sachverständigen bei der öffentlichen Anhörung des Innenausschusses am 16.04.2018 so gesehen. Professor Dr. Thüm sagte beispielsweise dazu, ich zitiere, wir wissen alle, dass die Dublin-Regeln in der Praxis nicht funktionieren. Der Sachverständige Gerald Knaus äußerte sich noch wesentlich deutlicher. Ich zitiere, das Merkwürdige am Dublin-System war, es hat nie funktioniert in den letzten 20 Jahren. Aber bis vor wenigen Jahren hat das niemanden wirklich gestört. Es war eine enorme Verschwendung von Ressourcen. Zitat Ende. Nun wird laut Masterplan fest damit gerechnet, dass die Migranten durch die Bundespolizei an der Grenze festgestellt und kontrolliert werden. Da muss ich fragen, welche Grenze, welche Kontrolle? Ich hoffe, es sind damit nicht die derzeitigen Schaufensterkontrollen meiner Kollegen gemeint, die im Augenblick an den Autobahnen zu Österreich als Wahlkampfhelfer für die bayerische Landtagswahl missbraucht werden. Was dort nämlich stattfindet, ist maximal ein schlechtes Theaterstück, aber keine Grenzkontrolle. Nun sollen dank der künftigen Ankerzentren die abgelehnten Asylbewerber schnell in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Hört sich toll an, wird jedoch im echten Leben nicht funktionieren. Ein abgelehnter Asylantrag bedeutet eben nicht, dass diese Personen automatisch das Land tatsächlich verlassen. Trauriges Beispiel hierfür, der des Mordes an der 14-jährigen Susanne aus Mainz dringende tatverdächtige irakische Flüchtling Ali B., dessen Asylantrag bereits im Dezember 2016 abgelehnt wurde. Im Dezember 2016. Und noch ein Beispiel. Im vergangenen Jahr wurden gerade einmal 17.000 Personen abgeschoben. Das ist die um die Dublin-Fälle bereinigte Zahl. 17.000. Aktuell aber haben wir über 200.000 vollziehbar ausreisepflichtige abgelehnte Asylbewerber in Deutschland. Es gibt jedoch bundesweit nur 400 Abschiebehaftplätze. Ich erinnere an dieser Stelle auch an die lächerlichen Rückübernahmeabkommen, die beispielsweise mit Tunesien und Marokko abgeschlossen wurden. Und die Krönung des Ganzen, die absolute Krönung, wenn die Inhaber einer Duldung nur lange genug durchhalten, wird ihr Widerstand gegen die Abschiebung auch noch mit der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis belohnt. Diese Errungenschaft haben wir übrigens der rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder zu verdanken. Der Innenminister hofft nun darauf, dass die sogenannten Dublin-Fälle schnell in das EU-Land überstellt werden können, welches nach dem Dublin-Abkommen für den Asylbewerber eigentlich zuständig ist. Lassen Sie uns auch hier einen Blick in die Realität werfen. Im Jahr 2017 gab es 64.276 solcher Übernahmeersuchen von deutscher Seite an die Dublin-Vertragsstaaten. Tatsächlich wurden jedoch nur 7.102 Personen daraufhin überstellt, also gerade einmal 11%. Im Gegenzug hat Deutschland 8.754 Personen im Dublin-Verfahren aus anderen EU-Ländern wieder zurückbekommen. Diese verheerende Dublin-Bilanz mag auch der Grund dafür sein, warum nun so vehement darauf gedrängt wird, den Personenkreis der Dublin-Fälle direkt an der Grenze zurückzuweisen. So zumindest erstmal die Theorie und auch hier ein kurzer Ausblick auf die Realität. Voraussetzung für eine Zurückweisung soll laut Masterplan nämlich sein, dass die Person bereits ein Asylverfahren in einem anderen EU-Land betreibt. Regelmäßig nur nachweisbar, indem die Person dort auch vorher erkennungsdienstlich behandelt wurde und die Fingerabdrücke im Eurodax-System von Italien, Griechenland, Spanien etc. ordnungsgemäß eingepflegt werden. Was glauben Sie denn, wie sorgfältig hier die südlichen Mitgliedsländer künftig arbeiten werden? Und was glauben Sie, wie lange es dauert, bis das sich bei den Schleusern
herumgesprochen hat. Sehr geehrter Herr Innenminister, Ankerzentren machen in Deutschland schlichtweg keinen Sinn. Sie machen auch an der Binnengrenze keinen Sinn. Wenn überhaupt, gehören solche Zentren an die EU-Außengrenze, idealerweise jedoch in einen Drittstaat. Ansonsten wird aus dem Masterplan ein Desasterplan. Vielen Dank. Als nächstes spricht für die SPD-Fraktion der Kollege Dr. Lars Castellucci.